Willkommen bei Apatina Do It Yourself. Wir melden uns heute zurück mit einem neuen Thema bei den Make-up-Influencern, ein Dauerbrenner. Und wir von der Restaurierungsabteilung haben uns gedacht, das können wir auch. Es geht um Pinsel. Für den Laien, für den unwissenden Laien, ist ein Pinsel, ist ein Pinsel, ist ein Pinsel, ist ein Pinsel. Aber dem ist nicht so. Es gibt Riesenunterschiede, sowohl in der Qualität als auch in der Art und Weise, in der Form, in der Borste. Wie ich euch beim Schleifpapier schon ans Herz gelegt habe, schaut auf die Qualität. Nichts macht einen mehr Wookie als ein Pinsel, der ständig die Borste verliert und ihr seid nur am Rauszupfen und kommt nicht weiter. Mit dem Pinsel will man Meter machen. Man will einmal drüber streichen und das war's. Und abgesehen von der Qualität hängt es auch von der Wahl des Pinsels ab. Und darüber will ich euch jetzt ein bisschen was erzählen. Wir unterscheiden einmal die Borste. Jeder Pinsel hat Borsten. Es gibt Kunsthaarpinsel, die sind jetzt viel, viel besser, als sie früher waren. Wahrscheinlich auch wegen der veganen Welle. Alle anderen sind Naturhaarborsten, das geht dann nicht. Der Nachteil des Kunsthaars ist, dass es die Feuchtigkeit nicht so schön speichern kann. Man muss sich vorstellen, das ist glitschig. Die Farbe, der Lack, das Öl, was immer ihr verwendet, rutscht quasi an der Borste ab. Es kann also nicht so viel Flüssigkeit binden und dann einen schönen Strich machen. Da gibt es jetzt mittlerweile bessere Borsten, die dem Naturhaar schon näher kommen. Ihr müsst euch vorstellen, ein Naturhaar, wie unsere Haare auch, hat ja so kleine Schuppen. Und da drinnen, da hält sich dann diese Feuchtigkeit fest und wird langsam abgegeben. Das versuchen sie jetzt bei der Kunstfaser auch nachzubilden. Es wird schon, aber es kommt an einen Naturhaarpinsel nicht daran, meiner Meinung nach. Ein großer Vorteil der Kunsthaare ist natürlich, dass sie pflegeleicht sind. Sie sind quasi unkaputtbar, man kann sie sehr leicht reinigen. Also insofern auch Daumen hoch für die Kunsthaare. Da gibt es nichts dran zu meckern. Das hier sind zum Beispiel diese typischen Kunsthaarfasern. Wir nennen diesen hier Golden Sable. Da gibt es aber ganz viele andere Borsten. Wir haben diesen Golden Sable, den finde ich sehr angenehm. Sehr weich, macht ein schönes Streichbild. Wie gesagt, pflegeleicht, gibt es in verschiedensten Varianten. Jo, gut. Und das alles andere sind Naturborsten. Wir unterscheiden da zwischen der China-Borste, das ist eine Schweineborste, relativ fest, nimmt aber sehr viel Flüssigkeit auf. Die gibt es dann verschieden gebunden, das ist die 6er oder 7er, das heißt, das ist relativ dick. Und im Vergleich dazu haben wir den Modler, der ist ein ganz dünner Pinsel mit relativ schmaler Bindung, den braucht man zum Verstreichen. Dieser hier nimmt sehr viel Flüssigkeit auf. Der ist sehr gut zum Vertreiben, zum Verstreichen. Die China-Borste nimmt man auch bei der Ölmalerei. Da braucht man einen festen Strich auch. Das hängt dann auch immer ein bisschen von der Bindung ab. Zum Beispiel hier gibt es die Bindung mit einer extra Klammer, dass wenn auch der Pinsel schon ein bisschen abgearbeitet ist, dass er noch in der Form bleibt. Den verwenden wir zum Beispiel auch zum Leimen. Das ist auch ein fester Pinsel, das ist ein Stupspinsel. Wir verwenden ihn für die verschiedensten Sachen, Punkteln zu machen oder auch zum Abstauben irgendwo, wo ein relativ fester Staub drinnen ist. Dann kann man das mit dem festen Dings rausborsteln. Zackenpinsel, auch eine Kinderborste. Dann haben wir die Rindsborste, Rinderhaar. Eine sehr schöne, auch noch relativ feste Borste, die aber irgendwie wieder flexibler ist als jetzt die China-Borste. Das ist wieder eine dicke 6er, 7er Bindung. Verwenden wir zum Beispiel in der Öl, also bei den Leinölfarben, weil man da gut fest streichen kann damit.
Wir haben ihn aber auch hier als kleiner Modler, wenn man das angreift, eine schöne weiche Borste im Vergleich jetzt zu dieser struppigen China-Borste. Ja? Also man kann das ja so immer gut testen, auch wie sich das anfühlt. Wenn wir jetzt bei diesen Modlern bleiben, gibt es hier zum Beispiel noch, das wäre jetzt also wie gesagt die Rindshaare, dann gibt es den Ponyhaarpinsel mit einer ganz besonders kurzen Borste, den liebe ich besonders. Ich verwende den zum Beispiel, um Schellack aufzutragen, weil er eine weiche Borste hat, der Schellack verfließt schön. Es gibt ihn bis so breit, das heißt, wenn ich ihn brauche, um wirklich einmal eine große Kastenseite nur zu streichen, ist das perfekt. Beim Waschen ist das dann ein bisschen mühsam, aber das muss man halt abwägen. Der Vorteil von der Ponyborste ist, dass sie relativ preiswert ist. Das nächste wäre nämlich zum Beispiel das Feehaar. Okay, das ist wirklich weich. Das verwendet man dann auch für die Kosmetik. Das ist, man kann gar nicht aufhören. Das ist wie ein Feestreich. Diesen wächst extrem teuer. Extrem gut, aber extrem teuer. Und wer da sich nicht die Zeit nimmt zu pflegen, dann der hat Geld in den Sand gesetzt. Auch sehr weich ist das Ziegenhaar. Auch sehr gut für den Schellack. Den haben wir auch in dieser Form. Da sage ich nur, bitte nie auf der Borste stehen lassen. Das gilt für alle Pinsel, dass man einen Pinsel nie auf der Borste stehen lässt. Nicht trocken, nicht nass, nie. Also auch wenn man sie in ein Glasl reingibt, schauen, dass da ein Stabal durch ist und es nicht bis ganz runter geht. Oder ich zeige euch dann bei den Tipps und Tricks, wie man sonst die gut hängend aufbewahrt. Diese Borste bricht total leicht und dann ist er hin. So, was haben wir vergessen? Die Faustpinseln, das ist eine Mischung. Auch sehr stark gebunden, kann man sehr gut reinarbeiten. Bei den Videos von den Leinölfarben kamen die schon öfters vor. Jetzt haben wir, glaube ich, fast alle verschiedenen Borstenarten durch, zumindest die wir hier vorbereitet haben. Was wir noch nicht erwähnt haben, ist der Marderhaar. In der Aquarellmalerei, jeder, der ein bisschen herumpinselt oder auch sehr gut pinselt, weiß den Unterschied zwischen einem guten Marderhaarpinsel in der Aquarellmalerei und einem normalen Kunsthaarpinsel zu schätzen oder erkennt ihn einfach. Das Marderhaar nimmt besonders viel Flüssigkeit auf und bindet sie an und deshalb hat man diesen schönen langen Strich, obwohl das ja wirklich nur Wasser ist bei der Aquarellmalerei zum Beispiel, bindet es das und macht nicht sofort einen Platsch hin, sondern man kann schön verstreichen. Marderhaar ist zusammen mit dem Feehaar die feinste Borste, die wir haben. Wir verwenden das schon auch gerne in der Restaurierung, vor allem in der Retusche. Gemäldemaler natürlich erst recht oder Gemälderestauratoren. Und jetzt kommen wir zur nächsten Unterscheidungsart und machen quasi den Run wieder in die andere Richtung zurück. Bleiben wir bei dem Marderhaarpinsel. Wir haben jetzt hier einen geraden und einen spitzen bzw. runde Spitze. Da gibt es dann also noch 100 andere Unterscheidungen und jeder Pinsel macht einen anderen Strich. Aber gut, wir sind hier nicht zum Malen da, sondern zum Restaurieren. Für uns sind diese zwei Pinselformen einmal ausreichend in der Retusche. Man kann da wirklich sehr genau und präzise arbeiten und es geht, da muss jetzt sich die Kamera anstrengen, es geht bis 10-0. Das heißt, wir haben 0, dann geht es noch runter auf 2-0, 3-0, 5-0, 10-0. Und das ist jetzt wirklich schon hart zu sehen. Aber man kann da die kleinsten Details nachmalen und diese Borste ist so präzise, muss natürlich immer gut geschützt werden
und sofort gepflegt, in einem Tuch ausgewischt werden und in Form gebracht. Sonst ist die natürlich gleich kaputt. Bleiben wir bei der Form. Es gibt natürlich dann auch die sogenannten Schlepper. Das sind diese ganz langen. In der Aquarellmalerei wiederum, in anderen Malereien als Kalligraph kann man den gut verwenden. Aber wir auch, wenn wir eine Linie ziehen müssen, ist dieser Pinsel ideal. Weil er nimmt ganz viel Flüssigkeit, gibt sie langsam, aber gleichmäßig ab. Da kann man sehr schöne Linien damit machen. So. Die gibt es auch in verschiedensten Borsten. Und hier haben wir auch einen Spezialpinsel. Da kann man gleich 6 Linien machen oder 5, je nachdem, was für ein Modell man sich nimmt. Sehr praktisch. Man kann damit auch Maserungen nachmachen, Zackenlinien. Ist manchmal sehr praktisch. Noch eine Spezialform, um diese mal abzuhaken. Das ist ein Fächerpinsel. Ich verwende den zum Beispiel, wenn ich bei der Körnerbeize verblenden möchte. Das heißt, ich trage die Körnerbeize nur auf einer Stelle auf und muss sie zu dem Nachbarfeld hin verblenden. Dann ist dieser Pinsel perfekt. Das haucht das weg und dann blendet sich das schön ein. Fächerpinsel. Gut, dann haben wir schräge Pinsel, die sind auch sehr praktisch. Wenn man zum Beispiel in eine Kante rein muss oder präzise einen Strich absetzen muss und nicht in das nächste hinüberfahren darf, dann ist so ein Schrägpinsel sehr gut. Und wir haben diesen Schrägpinsel auch für die Leinenfarben. Fensterpinsel nennt sich das dann. Und ist auch leicht schräg und gedacht, um zum Beispiel bei den Falzen drinnen gut hineinzukommen. Man kann sich vorstellen, ein anderer Pinsel, den musste man so halten und den kann man so halten und man ist trotzdem gerade. Habe ich mich da deutlich ausgedrückt? Mal schauen. Den Stupspinsel habe ich schon gesagt, das sind diese festen Pinsel, das ist also auch eine eigene Form. Dann haben wir schon erwähnt, die Modler und die sechste Stärke nennt sich diese Pinselform. Das ist quasi der normale, handelsübliche Pinsel, der zum Lackieren oder zum jeglichen Farbauftrag verwendet wird. Ist eben ein bisschen stärker im Vergleich zum Modler. Und dann gibt es als letztes, was wir natürlich auch vertreiben, sind die Vergolderpinsel. Um das Blattgold anzudrücken oder den kann man tatsächlich auch als Make-up-Pinsel verwenden. So, das war's, glaube ich. Nein, einen haben wir noch, und zwar der metallfrei gebundene. Wozu brauchen wir das? Manche Flüssigkeiten reagieren mit dem Metall. Zum Beispiel beim Arbeitser ist eine metallfreie Bindung von Vorteil. Das reagiert gerne mal und ist nicht gut. Und natürlich beim Leim, beim Knochenleim. Das ist dann vor allem auch eine Geruchsfrage, weil das dann extrem zum Stinken anfängt. Da gibt es diese in etwas kleiner, in rund und den hier von Tidebond. Der ist aus Silikon und den finde ich auch sehr praktisch. Habe ich selber erst in den letzten Jahren und weil ich ihn verkaufe, entdeckt. Ein tolles Tool, bleibt immer sauber, weil man das dann einfach runterbröselt, reagiert nicht mit dem Leim. Kann ich sehr empfehlen. Das war jetzt eine kleine Einführung in die Pinselkunde. Kein Anspruch auf Vollständigkeit, da geht es dann noch ganz viel weiter. Aber das ist einmal ein grober Überblick, was wir in der Restaurierung gut gebrauchen können, aus meiner Erfahrung, was ich selber viel verwende, was wir auch verkaufen in unserem Shop und ich euch ans Herz legen kann. Mitgeben möchte ich auch nehmt nicht irgendeinen Pinsel. Ein Pinsel ist kein Pinsel. Es ist wie bei jedem Werkzeug, dass die Qualität den Unterschied macht. Nicht nur im Ergebnis, sondern auch in der Freude bei der Arbeit. Ja, danke fürs Zuschauen. Es gibt jetzt noch ein paar Folgen über Tipps und Tricks
mit dem Thema Pinseln. Schaut doch wieder rein und damit ihr sie nicht versäumt, die Glocke drücken. Adieu, bis bald.